Eigentlich kann ich auch nicht mehr warten. Ich muss es dir einfach zeigen. Zeig schon. Da-da. Wow. Ich nehme mal den Stoff schon alleine. Einfach. Das ist ja ein echt tolles Kleid. Und dazu die hier. Wow. Die gefallen mir richtig gut. Die finde ich echt toll. Findest du die Kombination noch gut? Ja, doch. Ja, ich glaube, ne? Das wird passen. Aber Lea, die kosten 100 Euro. Wie teuer ist eigentlich das Kleid? Ach, das ist doch nicht erwähnenswert. Das Kleid kostet auch 170 Euro. Mann, wie willst du das bezahlen? Ja, der Achim hat mir einen Vorschuss gegeben. Du hast doch schon so viele Schulden. Ich wollte dich fragen, ob du mir vielleicht einen Vorschuss geben kannst. So 300 Euro. 300 Euro? So viel? Meine Oma ist so herzkrank. Sag mal, schämst du dich eigentlich nicht, deine Oma als einen Vorwand zu verwenden, nur weil du dein Geld auf den Kopf haust? Ja, der Achim hat mir 300 Euro gepumpt und ich... Lea, Mensch! Ich muss dafür das Date gut aussehen. Ich mach doch nicht im Theater. Ja, wollen wir dann shoppen? Wo ist meine Kohle? Du hast gestern gesagt, ich krieg heute 50 Euro. Nein, du bleibst hier. Ich will jetzt meine Kohle haben. Du hast gestern gesagt, ich krieg heute 50 Euro. Wo sind sie? Ich hab die 50 Euro nicht. Das ist mir scheißegal. Du hast die Fotos heute auch bekommen. Ja, wer ist Alex, das? Alex, ich... Das ist mir scheißegal. Ja, ich hab nichts. Ich hab wirklich nichts mehr. Ich sag dir eins. Habe ich die Kohle morgen nicht auf dem Tisch, dann ziehen wir andere Seiten auf. Ja? Lea, von welcher Kohle redet er da? Ich hatte doch das Shooting mit ihm. Ja. Es waren 200 Euro ausgemacht und auf einmal kommt er mit 250 um die Ecke und ich hatte nur 200. Und jetzt schulde ich ihm noch 50. Aber wieso bezahlst du dann nicht erst deine Schulden, bevor du anfängst, wieder shoppen zu gehen? Ich muss doch für das Date gut aussehen. Ich kann mich da nicht blamieren. Mensch, Lea. Und guck mal, ist das nicht geil? Das war sein Geld auf jeden Fall wert, oder? Ja, es sieht gut aus. Komm, es sieht gut an dir aus. Obwohl Lea gerade über ausreichend Bargeld verfügt, denkt sie überhaupt nicht daran, ihre Schulden zurückzubezahlen. Stattdessen kauft sie lieber neue Klamotten. Sowas ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie sich bereits mitten in der Schuldenspirale befindet. Ja, die fixe Idee, sich einen reichen Mann zu angeln und wie eine Prinzessin zu leben, das steht für Lea jetzt im Vordergrund. Aber was oberflächlich wie ein Märchen aussieht, kann in der Realität ganz anders sein. Später am Abend. Lea hofft, mit Levi endlich das ganz Große losgezogen zu haben. Finde ich ja super, dass das geklappt hat und ich dich auch mal persönlich kennenlerne. Mhm. Ja, und schau dich an. Du siehst noch viel schöner aus als auf den Bildern. Dankeschön. Ja, ich habe da noch was für dich. Wow. Gefällt sie dir? Sehr. Na komm. Bitte. Dankeschön. Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Also mit deinem Job? Du hast ja echt eine total schöne Wohnung. Und ich meine, irgendwie muss man das ja finanzieren. Hm. Arbeitest du gerne als Immobilienmakler? Naja, also der Job gefällt mir schon ganz gut. Ich bin halt viel unterwegs, hab viel mit Menschen zu tun. Und ja, das Unternehmen gehört ja eh schon seit 2 Generationen zu meiner Familie. Und ich habe da auch ganz gute Chancen, das mal alleine zu leiten, ne? Schön. Genug über mich. Was machst du überhaupt beruflich? Was fällt dir eigentlich ein, hier während der Arbeit zu lesen? Hast du nicht kapiert, dass du hier putzen sollst? Ich kümmere dich erstmal um die Burger und vergiss jetzt mal die Gurkenscheiben nicht, okay? Weißt du, ich mir mein Leben wirklich anders vorgestellt. Ehrlich. 600 Euro, ey. Ich arbeite als Assistentin in dem Unternehmen meines Vaters. Und ja, irgendwann muss dieses Unternehmen auch weitergegeben werden und voilà. Bleibt's an dir hängen sozusagen. Und, ja, aber was mich viel mehr interessieren würde, ist, wie stehst du so zu heiraten und Kindern? Ja, habe ich mir jetzt noch nicht so genau Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen. Eine Freundin von mir, die war halt ein halbes Jahr mit so einem Typ, mit so einem Mann zusammen und hat nach einem halben Jahr halt erst erfahren, dass er halt keine Kinder haben möchte. Und das ist ja eine totale Zeitverschwendung. Deshalb möchte ich halt lieber vorher wissen, wie du so dazu stehst. Gut, aus der Perspektive habe ich es jetzt noch nicht betrachtet, aber ich würde schon gern mal so einen Sohn haben, dem ich alles beibringen kann. Aber bis jetzt war noch nicht die richtige Frau dafür dabei. Weiß. Oh, sorry. Tut mir voll leid. Ist kein Ding. Leise zu machen.
Wenn es wichtig ist, geh ruhig dran. Also, das ist echt gar kein Problem. Nee, vergiss es. Nein, nein, ist echt total unwichtig. Scheiße, jetzt Mann, bin ich voll aus dem Kontext. Wo waren wir noch gleich stehen geblieben? Wir waren beim Kinderkriegen und Heiraten stehen geblieben. Ah ja, richtig. Und eigentlich wollte ich jetzt sagen, darauf müssen wir trinken. Ist ja schön, dass man sich so direkt schon einig ist. Sozusagen schon. Cheers. Lea baut die Beziehung zu ihrem Freund auf einer Lüge auf. Lügen haben kurze Beine, das heißt, weit kommt man damit nicht. Sie muss damit rechnen, dass alles auffliegt. Und dann wird's richtig stressig. Währenddessen zu Hause. Ärger bahnt sich an. Doch davon ahnt Lea nichts. Es ist vielleicht ein Mist, dass die Spülmaschine kaputt ist hier. Aber zum Glück haben wir ja noch da einen Notgroschen. Ja, von wegen, mein Notgroschen. Hier, guck mal, Lea, hast du das genommen? Nee. Ich auch nicht. Ja, wo ist das Geld denn daneben? Was machst du da? Du nimmst jetzt nicht allen ernstes Geld deiner Mutter. Das kannst du nicht ernst meinen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir mal näher fragen. Warte mal. Ja, hallo? Nein, ich weiß nicht, wo Lea ist. Nein, ja. Das weiß ich doch nicht. Das interessiert mich auch nicht, wer die 270 Euro aus ihrer Kasse geklaut hat. Ja, aber nur weil sie Lea nicht den Vorschuss gegeben haben, heißt das doch lange nicht, dass sie beklaut. Hallo? Hallo? Aufgelegt. Das kann doch nicht wahr sein, dass sie uns die 200 Euro gestohlen hat und dann noch ihren Chef beklaut. Das ist doch nicht unsere Tochter. Es war klar, dass Leas Diebstahl früher oder später aufgedeckt wird. Wenn es jetzt zu einer Anzeige gegen sie kommt, dann hat sie ganz erhebliche Probleme. Die Eltern schützen natürlich ihre Tochter vor dem Chef. Und es ist wichtig, dass sie vorher mit Lea reden, um die Gründe für ihr Verhalten zu erfahren. Gegen Mitternacht. Lea schwebt nach dem Date mit Levi auf Wolke 7. Doch die Freude währt nur kurz. Lea! Papa! Wo kommst du jetzt her? Ich war mit Michelle unterwegs. Mit Michelle? Bisschen spät geworden. Ja, tut mir leid. Sagt dir das was? Du weißt, da war unser Notgroschen drin. Die 200 Euro waren für einen Zahnarzt oder für eine wichtige Reparatur gedacht gewesen. Hast du das Geld genommen? Papa, ich habe das Geld nicht genommen. Ich habe es mir nur geborgt. Ja, wozu? Mann, ich will hier raus. Siehst du nicht, wo ich hier aufwachsen muss? In diesem komischen Scheißdorf hier. Und wann wolltest du uns jetzt zurückzahlen? Ja, dann, wenn ich es halt wieder hab. Ja, nur, dass wir jetzt das Geld hätten brauchen können. Unsere Spülmaschine ist nämlich kaputt. Hast du auch dem Achim die 270 Euro aus der Kasse geklaut? Kommt dir gerade so recht, der blöde Scheiß Achim, ey, der will mich rausmobben, der will mir was Böses, der will, dass ich da rausfliege. Und dann schön bei meinen Eltern anrufen, mich anschwärzen. Was Lea jetzt gemacht hat, ist besonders dreist. Sie hat den Blick für einen Ausweg aus ihrer Situation verloren und macht jetzt fälschlicherweise andere für ihre Zwangslage verantwortlich. Mit dieser Haltung wird sie aus ihrer Situation nicht mehr herauskommen. Wie sollen wir denn jetzt die Reparatur bezahlen von der Spülmaschine? Eine Kollegin von mir. Ich bekomme noch Geld von ihr. Ich kann sie irgendwie fragen morgen. Vielleicht hat sie das Geld, dann kann ich es euch morgen direkt wiedergeben. Ja, dann mach das. Und ich hoffe für dich, dass das nicht auch wieder eine Lüge ist. Ja, Papa. Mama. Lea verschweigt den Eltern absichtlich ihren absurden Plan, wohlwissend, dass die Eltern damit nicht einverstanden wären. Aber sie verstrickt sich in immer weitere Lügen und kann den Überblick nicht behalten. Zwei Tage später. Lea ist pleite. Doch sie blendet ihre Geldprobleme komplett aus. Ja, Achim. Wieso? Hast du mir nicht zugehört? Ich hab dir doch gesagt, ich hab mit Pia getauscht. Ich hab heute noch frei. Sowohl meine Eltern als auch ich haben dir gesagt, dass ich das Geld nicht geklaut habe, verdammt. Und außerdem kannst du mir eh nichts nachweisen. Oh, Idiot, ey. Hey. Hey. Na? Ich hab dich
voll vermisst. Was? Du hast mich doch erst gestern und vorgestern gesehen. Ich kann halt nicht genug von dir kriegen. Oh Gott. Lea ist in Levis Geld und die rosige Zukunft verliebt, aber sehr wahrscheinlich nicht in ihn. Und das wird früher oder später auffliegen. Und dann wird's unangenehm. Guck mal, wie toll die mir stehen. Wow. Weißt du, wie die aussehen? Die funkeln. Ja, und die sehen perfekt aus für den Japaner, wo wir jetzt hingehen werden. Wir gehen zum Japaner? Warte mal gerade. So, halt mal gerade, bitte. Ja. Ja. Ach, Herr Wiesner, ja? Oh nein. Ja. Das habe ich total verschwitzt. Halt mal gerade. Ich gehe die Sachen gerade holen und dann bin ich sofort bei Ihnen. Ja, machen wir. Wie sollen wir denn jetzt die Reparatur bezahlen von der Spülmaschine? Eine Kollegin von mir. Ich bekomme noch Geld von ihr. Ich kann sie irgendwie fragen morgen. Vielleicht hat sie das Geld, dann kann ich es euch morgen direkt wiedergeben. Ja, dann mach das. Und ich hoffe für dich, dass das nicht auch wieder nötig ist. Tut mir leid, jetzt muss ich zu diesem Kunden da hin. Ich hab's total verpeilt. Also kein Japaner? Kann doch nicht zum Japaner, ja. Aber pass auf, ich mach's wieder gut, okay? Heute Abend um 8 Uhr hole ich dich ab und dann gehen wir irgendwo schön essen oder so, okay? Mann, ich will hier kommen. Siehst du nicht, wo ich hier aufwachsen muss? In diesem komischen Scheißdorf hier. Ich arbeite als Assistentin in dem Unternehmen meines Vaters. Irgendwann muss dieses Unternehmen auch weitergegeben werden und... Voilà. Und, ja. Also bei mir ist heute echt schlecht, weil mein Vater hat heute echt so einen wichtigen Kunden empfangen und wir haben immer extrem viele Leute zu Hause. Ist ja kein Ding, pass auf, machen wir es so, kommst einfach um 8 zu mir, machen wir uns einen romantischen Abend, was hältst du davon? Klingt toll. Ja? Pass auf, ich gehe dann jetzt auch los, tut mir echt leid, also es ist alles, ja, ich schade. Jetzt alles, Geld. Huh. Ich könnte schwören, ich hätte mehr Geld mitgehabt. Ich habe wahrscheinlich eh wieder alles beim Shoppen ausgegeben. Ich verliere da so den Überblick. Hm. Kein Ding. Ja, sehen wir uns später. Mhm. Bis dann, ja? Ciao. Ciao. Lea wird aus Geldsorgen immer skrupelloser. Die Diebstähle in ihrem unmittelbaren Umfeld sind ein deutliches Anzeichen dafür. Und damit verspielt sie auch das Vertrauen dieser Person, das sie später höchstwahrscheinlich noch ganz dringend brauchen wird. Ja, auf der ganzen Linie. Und hinzu kommt, dass die Beziehung zu Levi nur auf Lügen aufgebaut ist.